Franziska, ihr seid 8 Leute, die diesen Buch zusammengeschrieben haben. War das deine Idee oder wie ist das überhaupt entstanden, die Idee, sowas zu schreiben? Wir hatten ganz ursprünglich die Idee mal im Winter 2018 und da ist Fridays for Future gestartet und es gab die ersten Reaktionen aus der Politik, die so gesagt haben, okay, wow, die schwänzen irgendwie nur die Schule, stellen mal eine einzelne Forderung, aber da steht ja kein Plan vor, ausgerechnet die Leute, die eigentlich selbst einen haben sollten. Und wir fanden, dass die junge Generation viel zu wenig Raum bekommen hat, um mal zu erklären, was ist denn eigentlich das Anliegen, und dachten, na gut, ein Buch wäre ja eigentlich ein Format dafür. Und haben dann die Idee aber verworfen, weil wir erstens der Auffassung waren, man könne ja nicht einfach mal eben so ein Buch schreiben, und zweitens dachten, okay, es ist auch ganz schön viel Arbeit. Aber dann häuften sich diese Reaktionen, man kennt diesen Satz von Christian Lindner, das soll man mal den Profis alles überlassen, und das hat uns so wütend gemacht, irgendwann hat es mich nicht mehr schlafen lassen. Und dann lag ich im Februar so ein bisschen die dritte Nacht nachts wach und habe gedacht, ja gut, vielleicht müssen wir doch mal unseren eigenen Plan schreiben. Und daraufhin sind wir wieder in Gespräch gekommen und haben dann beschlossen, das machen wir mal. Und so ging es dann los und es war dann im tatsächlich Februar, März letzten Jahres und im November ist das Buch schon erschienen. Also war eine knappe Das ist für mich wahnsinnig, dass ihr echt wirklich mit 8 Leuten zusammen geschafft haben, ein Buch zu schreiben. In weniger als ein Jahr ist das wirklich eine extrem große Leistung, finde ich. Bravo an der Stelle. Weil es ist, erstmal muss man mit der Gruppe zurechtkommen, im Konsens arbeiten und irgendwie gucken, dass man von der Logistik, also das ist wahrscheinlich kein Pappenstiel, bravo. Ich habe das Buch auch gelesen, okay? Und ich möchte anfangen mit etwas, was mich als glamourisierte Frau angesprochen hat, und das war schon seit, also eigentlich in der zweiten Seite, wo ich geschrieben habe mit Stift, Entschuldigungen, theoretisch wäre ich da schon weg. Ich habe das Buch zu Ende gelesen, weil ich ja dieses Interview mache. Aber das ist ein Buch, das ich sofort auf die Stelle gelegt hatte, nach also eine Seite, die zwei. Was wolltet ihr damit bewirken? Weil lustigerweise 5 oder 6 Seiten später steht, wir wollen eine Generation ohne Altersgrenze. Mhm. Aber ihr beginnt damit, wirklich alles, was im Babyboomer ist, ich bin 63 geboren, das betrifft mich komplett, zu beschuldigen und irgendwie der Buhmann zu machen, ja, ihr seid ganz böse und so weiter und hat ihr alles vermaselt. Ob es stimmt oder nicht, dazu will ich überhaupt nicht reden, weil es gibt wahnsinnig viele Faktoren und das liegt sicher nicht an einer Generation, speziell, weil die Generation jetzt, wenn man mit Entschuldigung ankommen würde, ist nicht viel besser. Aber da will ich auch nicht hin, weil es interessiert mich überhaupt nicht, Schuld ist nicht mein Thema. Meine Frage ist an euch, was wolltet ihr damit bewirken? Ja. Ist dieses Buch nicht für uns gedacht, nur für die Kids, und ihr wollt sicher sein, dass wir das nicht lesen, oder was ist der Plan? Das Buch ist tatsächlich hauptsächlich für euch gedacht, und deshalb haben wir aber in dieser Anklage auch nicht geschrieben, liebe Generationen, Babyboomer und aufwärts, sondern liebe Generation, not gonna happen. Und das beginnt mit dieser Anklage an die Generation Not Gonna Happen. Erstmal kurz, was meinen wir mit dieser Generation Not Gonna Happen? Das ist im Endeffekt ein Symptom, dass wir vor allem in unserem Generationenkonflikt, den wir alle persönlich haben, bei Älteren erleben, dass sie sagen, ich war ja auch mal radikal. Ich bin ja auch mal auf die Straße gegangen. Früher wollte ich auch mal die Welt verbessern. Und dann fragen wir, und dann? Wann seid ihr leise geworden? Warum habt ihr damit aufgehört? Es wurde doch immer schlimmer. So diese Fragen stellen wir. Und daraufhin kommt dann häufig die Antwort, wenn wir von unseren Visionen, von unseren Anliegen, von unseren Forderungen sprechen, so, ja, yeah, that's not gonna happen. Wir wissen, wie die Welt funktioniert, wir haben es auch alle schon versucht, es wird sich nie etwas verändern. Und so diese Haltung empfinden wir als wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, weil sie eigentlich von Menschen kommt, die ja mal auf unserer Seite stehen sollten oder mal standen, und die aber sich damit gemein machen mit einer stillen Mehrheit, die halt nichts macht und das irgendwie für sich als okay annimmt und irgendwie für sich das als Learning aus ihrer Lebenserfahrung beschreibt. Und dieses Symptom hat uns so wahnsinnig angestachelt. Und
wir haben geglaubt, und ich glaube das auch weiterhin, dass diese Anklage notwendig ist, weil ganz, ganz viele Menschen nicht so sind wie du, dass sie eigentlich sowieso sich Gedanken machen und irgendwie sich als aktiven Part in Politik fühlen vielleicht oder so, sondern weil ganz viele Menschen diese Anklage offenbar gebraucht haben. Also wir haben ganz oft Antworten bekommen, die so waren, das ist ja unerhört, wie konnte es sein, ich wollte aussteigen, aber niemand ist ausgestiegen. Das ist das Spannende. Alle wollten es und alle dachten, das kann doch nicht sein, ich lese da jetzt weiter. Und dann kommt ja auch ein paar Seiten später die Einladung, ist so dieses, wir wollen euch eigentlich einladen mitzumachen, aber dafür müsst ihr dieses Symptom ablegen und euch auf den Weg begeben mit uns. Und ganz viele, die uns am Anfang geschrieben haben, wie kann das sein, da haben wir dann geantwortet und das genauso erklärt und die meinten danach, ja, irgendwie habt ihr leider recht und ihr habt schon auch ein Stück weit mich beschrieben. Und ich glaube, dass Veränderung nicht immer nur aus dem kuscheligen Schönen herauskommt und wir in der Situation, in der wir uns politisch befinden, haben wir nicht mehr richtig Hoffnung dran gesehen, dass wir einfach sagen, theoretisch müssten wir die Probleme angehen, kommt ihr mit? Und wir haben nicht die Perspektive gesehen, dass dann alle sagen, ja klar. Sondern wir hatten das Gefühl, jetzt muss mal jemand auf den Tisch hauen und sagen, die Lage ist wirklich ernst und ihr müsst euch jetzt entscheiden, mit uns oder gegen uns. Und Und es war aber, uns war total bewusst, dass das genau diese Reaktion hervorrufen würde und wir wollten aber pieksen. Okay. Damit eine Reaktion kommt, die nicht immer schon in der Debatte so existiert, wie sie existiert. Und für uns ist das ziemlich fruchtbar gewesen, und weil wahnsinnig viele Reaktionen eben dann am Ende waren, okay, eigentlich würde ich gerne mitmachen. Genau. Es stimmt schon, dass wir durch unsere Erziehung, viele sind darauf gepolt, dass sie sogar das mögen, wenn man sie peitscht und so weiter. Die gehen sogar zu Domina dafür, dass man die peitscht. Ich gehöre nicht zu dieser Fraktion. Ja. Deswegen hat mich das nicht angesprochen und tatsächlich, ich bin jemand, der mich sehr dafür einsetzt, dass man nicht das System Beschuldigung, Strafe, Belohnung und so weiter sich einsetzt, sondern davon rauskommt und heilt seine Wunden und wächst und dann braucht man diese Entschuldigung nicht. Aber da hast du recht, dass viele sind nämlich noch in diesem Trauma. Ja. Es geht da auch gar nicht für mich großartig um Schuld. Denn die Schuldfrage, die können wir uns stellen, wenn das Ganze vorbei ist. Jetzt geht erstmal darum, wie kommen wir denn aus diesen Krisen heraus? So. Für mich geht es mehr um die Erzählung von der Welt und von persönlicher Verantwortung, auch die da geschaffen wird. Also die Erzählung von der Welt von wegen, ja, die Verhältnisse sind so schwierig und alles bleibt immer so, wie es jetzt gerade ist, finde ich einfach keine Erzählung, die dazu einlädt, was zu machen. Und gleichzeitig findet die ganz häufig statt, in meiner Perspektive dann auch in so einer Eltern-Kind-Konstellation, wo die Eltern eigentlich ihren Kindern ständig sagen, du musst Verantwortung übernehmen, du musst für deine Glaubenssätze eintreten, du musst kämpfen für das, woran du glaubst, du musst irgendwie Rückgrat haben. Und dann sehen wir uns die Welt an und sagen, okay, ihr erzählt uns im Privaten das und im Großen macht ihr das, das passt nicht zusammen. Also es geht gar nicht großartig um diese Frage, wer hat uns jetzt an diesen Punkt gebracht, sondern an die Frage, okay, was für eine Erzählung schafft ihr denn gerade und was für eine bräuchten wir denn, die tatsächlich was verändern kann? Und ich glaube, diese Erzählung von Machtlosigkeit, von vielleicht auch Verantwortungslosigkeit, das ist total eine, wo wir pieksen müssen. Aber das stimmt, das ist dann wieder immer Geschmackssache. Bei mir kam es nicht so, aber das ist auch okay, nur dass du weißt, wie es auch ankommen kann. Ja. Vielleicht habe ich das nicht genau gelesen, um das zu spüren, dass jetzt nicht um meine Entschuldigung ging, für mich kam es als Entschuldigung und ich fand das eigentlich nicht angenehm, vor allem, weil ich merke, dass in der Bewegung, wo viele sich darum Gedanken machen, wie man die Welt verändern kann, gibt es auch sehr, sehr viele Leute von meiner Generation dabei. Mhm. Also das ist gar nicht Generation. Ich habe noch niemals gedacht, sind das mehr oder weniger? Ich könnte es nicht mal sagen. Mhm. Also da, wo ich mich beschäftige, kann ich nicht sagen, ob es mehr Ältere oder Jüngere gibt. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich habe mich darüber noch nie beschäftigt. Es ist nicht auffällig. Es ist einfach quer durch die Bank. Also ich sehe von Jüngeren bis Älteren. Egal. Trotzdem, kein Problem. Wollte ich nur ansprechen, weil ich finde, es ist wichtig, dass man das anspricht. Jetzt gibt es noch eine Frage. Jetzt habt ihr einen Plan. Okay. Mhm. Und habt ihr auch einen Plan, wie diesen Plan durchgesetzt werden kann? Weil diesen Plan geht darum, eigentlich ist es überhaupt nicht modern oder neu, weil dieser Plan ist nur darum, guckt, dass die Reichen Geld, also dass der Reichtum umverteilt wird. Gut, das wissen wir schon längst, dass das passieren muss. Und dass der Planeten in Vordergrund kommt, das wissen wir auch schon von den 60er Jahren, ist auch kein neues Thema. Die Frage ist, wie? Das heißt, meine Frage an dich ist, habt ihr einen Plan, wie ihr diesen Plan durchsetzen wollt? Mhm. Erstmal glaube ich, also absolut, diese Grundthesen und die Grundthemen, die auch behandelt werden, sind jetzt nicht neu. Es wäre skandalös, wenn wir neu wären. Aber unser Anliegen war,
dass meine Antwort darauf zu geben, wie kann denn jetzt konkret der Weg der nächsten 10 Jahre im Optimalfall aussehen? Was können wir denn wie anpacken? Weil wir schon erleben, dass ganz viele Menschen zwar mittlerweile die Krisen beschreiben können und sagen können, okay, das Klima geht den Bach runter, Tiere sterben aus, wir erreichen einen Tipping Point nach dem anderen und der Wohlstand ist wahnsinnig ungerecht verteilt. Aber wenn man dann fragt, okay, und was machen wir dagegen, sind ganz viele auch so, da bin ich jetzt überfragt. Und wir wollten allen Menschen, und nicht nur denen, die sich tagtäglich damit befassen, mal Antworten geben. Das war so ein bisschen die Intention des Plans. Aber es ist total richtig, es sind alles Ideen, die wir ja auch in der Form belegen, dass wir auf andere verweisen, die sie hatten und die wir dann praktisch so zusammengebastelt haben, wie so eine große Zukunftsmatrix praktisch. Unser Plan, wie das jetzt umgesetzt werden soll, ist, ich glaube, es muss maximal Druck aufgebaut werden. Es gibt, glaube ich, oder zumindest habe ich den nicht, diesen Masterplan, wie politische Revolution praktisch funktioniert. Weil wenn wir ihn hätten, dann würde es ständig passieren. Und deshalb ist unsere Arbeit vor allem eine Suche nach dem Plan, wie der Plan umgesetzt werden kann. Nach diesem einen Werkzeug, was dieses ganze System für einen Moment zum Stillstand bringt, sodass man was verändern kann. Oder dieser einen Erzählung, dieser einen Aktion, die so plötzlich ein Momentum schafft, wo es nicht mehr zurückgeht. Es ist also vor allem eine Suche. Und ich glaube, dass wir da auf Druck setzen müssen. Wir müssen wahnsinnig viele Menschen mobilisieren. Es braucht die Bewegung auf der Straße. Es braucht die Wut auch. Es braucht auch so die Kampfeslust und die Klarheit, da passiert jetzt was. Da sind Leute nicht mehr bereit, das hinzunehmen, was passiert. Ich glaube, gleichzeitig braucht es Menschen, die klug gucken, wo sind denn Stellschrauben in der Politik, die gedreht werden können. Also welcher Minister, welche Ministerin, ganz, ich würde fast sagen, so konservativ gesprochen, befindet sich gerade unter Druck oder hat da Mist gebaut und muss jetzt irgendwie handeln. Also wo kann man da Veränderungen, so die ersten Dominosteine der Veränderung reinschieben. Und dann, glaube ich, braucht es auch eine Solidarisierung verschiedener Bewegungen, also sozialer Bewegung mit ökologischer Bewegung und gemeinsame Strategien. Und an all dem versuchen wir zu arbeiten. Wir machen Kampagnen, wir versuchen uns mit anderen zu verbünden, wir machen Aktionen, wir machen aber auch klassische Lobbyarbeit, also so ein bisschen so eine Gratwanderung zwischen Lobbyismus und Aktivismus. Und das Spielfeld dazwischen ist das, auf dem wir suchen, aber einen wasserdichten Plan, wie dieser Plan umgesetzt werden kann, den habe ich nicht und ich glaube, den gibt es auch nicht. Die einzige Option wäre tatsächlich, ein System so zu ändern, dass die Politik machen, diejenigen sind, die für sowas eintreten und nicht die von großen Lobbyverbänden gekauft sind, so ungefähr. Als ich das Buch gelesen habe, merkte ich auch, dass es hat etwas ein bisschen frustrierend, ich habe mich versetzt in der Idee, was wäre, wenn ich jugendlich wäre. Also wenn es mein Sohn ist, der gleich alt wie du ist, das lesen würde. Und ich fand das sehr ernüchternd, weil es war sehr stark dieses Gefühl, es muss von oben kommen. Das heißt, es muss durch Gesetze, durch die Politik von oben kommen. Nun, die Politik ist, und das beschreibt auch in dem Buch, ist in den Händen von Lobbyisten. Deshalb, die Veränderung von oben, persönlich sage ich dann, it's not gonna happen. Ja. Ich sage es ganz direkt. Ihr könntet vielleicht eine politische Partei machen, aber wenn ihr eine politische Partei machen würdet, das bedeutet, dass ihr müsstet irgendwann mit den Lobbyisten noch kooperieren, sonst habt ihr keine Wahlkampagne bezahlt, weil im Endeffekt, wer bezahlt die Wahlkampagne? Das sind nämlich die Lobbyisten. Und dann irgendwann dachte ich, ja, es ist, glaubt ihr wirklich daran, dass die Veränderung von oben kommt? Nö. ich glaube auch nicht, die Politik, also die Veränderung wird nicht von oben kommen. Und wenn sie von oben kommt, dann müssen wir uns auch fragen, okay, was ist das Ziel des Ganzen? Ich glaube nur, wenn wir beschreiben, das Gesetz muss so und so verabschiedet werden oder es muss dieses Verbot geben oder so, dann muss die Politik, die von unten gemacht wird, irgendwo oben ankommen. So. Ich glaube, wir müssen Bewegung stärken, wir müssen Bewegungsarbeit leisten. Das Buch ist bewusst kein Aufruf, wie machen wir jetzt Bewegungsarbeit, weil das ja eine komplett andere Form von Erzählung ist. Aber vor allen Dingen auch, das ist eine andere Form von Expertise. Da geht es ja dann wenig drum, welche Inhalte müssen theoretisch passieren, sondern wie mobilisieren wir die Menschen. Und da gibt es andere Leute, die das da deutlich mehr wissen als wir. Ich glaube aber, dass alles, was von unten kommt, am Ende ja trotzdem Stand jetzt, wenn wir in dieser parlamentarischen Demokratie denken, wie wir gerade uns befinden,
in Gesetze gegossen werden muss, damit sich was verändert. Und da hilft es uns nicht, wenn wir in der Theorie einen Mindshift haben oder wenn Menschen mobilisieren. Das ist total das Fundament, finde ich, auf dem wir bauen. Aber mir ist wichtig aufzumachen, okay, wo muss das hingehen? Was muss das Ergebnis des Ganzen sein? Und dann zu überlegen, okay, wie kommen wir dahin? Ich glaube aber, dass auch gar nicht so viele Menschen jetzt glauben, ah, die Veränderung muss von oben kommen. Ich glaube eher, dass jetzt nach und nach viel mehr Menschen realisieren, oh, wir müssen es schon auch selbst in die Hand nehmen. Und es reicht nicht, wenn wir einfach sagen, ja, Umwelt finden wir gut, bitte schützt die, sondern wir müssen da selbst für sorgen, dass Politik und Konzerne und so unsere Umwelt nicht zerstören, unsere Zukunft nicht zerstören. Also es hat ja ein total emanzipatorisches Moment gerade, dass genau diese Ernüchterung stattfindet. Ah, es passiert also nicht von oben. Genau, insofern, ich glaube, es muss von unten passieren, auf jeden Fall. Und dann muss es aber ankommen. Mhm. Und dann muss es die Macht haben und die Power, dieses System tatsächlich zu wandeln und kann nicht nur parallel dazu laufen, aus meiner Sicht. Das ist so. Also ein von den großen Werkzeugen sind natürlich auf der Straße gehen, was momentan nicht möglich ist oder nur schwer umsetzbar und kompliziert. Was hat es für euch verändert 2020, diese Krise, damit diese Distanzmaßnahmen? Was hat das für euch geändert in der Vision? Hat es irgendwas verändert? Es hat in unserer Arbeit ganz viel verändert erstmal. Wir wollten eine Kampagne machen, die dann immer auch darauf beruht, dass Menschen zusammenkommen können. Und plötzlich ging genau das nicht. Insofern mussten wir da zigmal unseren Plan umwerfen. Unsere Kampagne war im Endeffekt auch eine Kampagne, die sich um Corona gedreht hat. Insofern war der Anlass allein jetzt schon durch die Pandemie bedingt, also all diese Dinge. Es hat zu viel mehr Kreativität gezwungen. Wir haben am Ende trotzdem eine Kundgebung gemacht, halt mit Abstand. Wir haben trotzdem Aktionsformen gemacht, aber mussten dann immer überlegen, wie kann das aussehen. Also es war, glaube ich, vor allen Dingen ein Zwang zur Kreativität. Aber was ich viel einschneidender fand, ist, dass ein Großteil der Kraft, die ich für meine Arbeit kriege, genau daraus kommt, dass ich mit Menschen Zeit verbringe, die die Vision teilen, die ich habe und die den Weg dahin mitgehen wollen. Und wenn das plötzlich nur noch mit Videokonferenzen stattfinden kann, dann kommt diese Kraft nicht mehr richtig an. Und das fand ich tatsächlich fast das einschneidendste Erlebnis. Und ich glaube, das ist auch das, was Bewegungen am meisten gerade zu schaffen macht, dass man nicht zusammenkommen kann und sich die Kraft voneinander holen kann, sondern dass jeder für sich alleine mit den schlechten Nachrichten um sich herum in seiner Wohnung sitzt und so ein bisschen alleine damit umgehen muss. Und diese Isolation ist, glaube ich, mehr das Problem. Ich glaube, wir haben nicht nur wir, sondern ganz viele Menschen, die sich da einsetzen, haben ganz gute kreative Wege gefunden, trotzdem Protest auf die Straße zu bringen, ins Internet zu bringen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber es war natürlich sehr eine Herausforderung. Ja. Vor allem, weil 2019 war tatsächlich ein Jahr, wo Proteste weltweit wirklich unglaublich kräftig waren. Also in Frankreich mit Gelbe Westen, Friday for Future in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Es war schon nicht nur das, also es gab wirklich fast überall auf der Welt Proteste und die gehen wirklich ans Eingemachte. Da wollte man wirklich, wirklich was verändern und plötzlich kam irgendwie so ein unschuldiger Virus und paff, alles wurde lahmgelegt und die Leute müssen kreativ werden. Es ist natürlich auch schön, diesen Kraft von der Kreativität, die da geschoben wird, aber da merkt man auch, wie Projekte lahmgelegt werden in ganz wenig. Ja. Und in Gemeinschaften sind da Menschen, die am wenigsten von dieser Krise leiden. Die sind schon sozial miteinander, die haben keine Social Distancing, weil die schon in Gemeinschaften leben. Sie haben auch nicht ihren älteren Risikogruppen abgeschoben in Krankenhäuser oder Altersheime. Sie dürfen bei den Leben und sterben. Die sind teilweise energie- und ernährungsautark. Also die sind eigentlich nicht ganz betroffen von dieser Krise. Und, aber wir kommen mal später nochmal an. Deswegen denke ich mir, da ist ein großes Potenzial an nachhaltige Veränderung. Meine Frage an dich ist aber ein ganz anderer. Wenn ich ein Kind habe, der auffällig schwierig ist und vielleicht verwöhnt ist und er klaut immer von dem anderen Kind, das nicht so stark ist und
macht es Sinn, deiner Meinung nach, wenn ich dieses Kind bestrafe und sage, es ist jetzt verboten, von einem anderen Kind was zu klauen, du musst es jetzt machen? Oder kann es sein, dass das Kind dann sieht, aha, es geht nicht darum, ob ich dann das gut oder schlecht finde oder ob es gut oder schlecht ist, dieses Kind zu beklauen, sondern es geht darum, dass ich gucken muss, wie ich die Strafe entkomme und wie so schlau bin, dass ich nicht erwischt bin, wenn ich dieses Kind beklaue. So fühlt sich das Buch bei mir an. Es gibt pro Seite mindestens 3-4 Mal das Wort müssen, das Wort Verpflichtungen locker 2-3 Mal und dann Strafen ununterbrochen. Es hat sehr, sehr stark bei mir irgendwann gewirkt, wie das Installation einer Ökodiktatur, wo ganz wenig Freiheit gäbe, die ich zwar wählen würde als politisches Programm, weil wir in der Tat in Not sind, aber dann sofort bekämpfen würde. Und sage, no way, Leute. Ich glaube, dann ist es richtig. Wenn Politik so funktioniert, man wählt und dann aber versucht, ständig die Grenzen auszuloten dessen, finde ich eigentlich einen ganz emanzipatorischen Politikstil. Aber ja, ich verstehe den Punkt. Also im kleinen Stil, bei dem Kind, das das andere beklaut, ist es, das, was wir tun gerade gesellschaftlich, ist immer nur bestrafen. Und es bringt überhaupt nichts, weil wir überhaupt kein Miteinander schaffen von du sollst nicht klauen, weil es verboten ist, sondern es geht doch darum, dass man den anderen unter Umständen verletzt. So. Und ich glaube, das spiegelt sich im ganz Großen auch in unserer Wirtschaftsweise wieder, dass wir kein empathisches, kooperatives Miteinander haben, sondern härtestes Gegeneinander und dann gegen Regeln verstoßen, ja, aber bitte so, dass wir nicht erwischt werden und jeder zieht so seinen größten Effekt raus. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Und das sind nur nebenbei, das sind die Lobbyisten Experten. Das ist deren Bereich. Ja. Das heißt, die sind darauf expertisiert, zu gucken, dass die Kriegskasse, beziehungsweise die Gebühren, also die Strafen, irgendwie so verwaltet werden, dass der Profit noch stimmt. Und du wirst auch nie und niemals einen großen Konzern durch Strafen lahmlegen, weil die genug Geld haben. Aber du wirst die ganzen kleinen Unternehmen lahmlegen durch Strafen. Das heißt, meiner Meinung nach, durch Strafen schaffst du noch einen größeren Kluft zwischen Reichen und Armen und nicht umgekehrt. Mhm. Das sind immer die Schwächeren, die vom Strafen leiden, niemals die Großen. Ja. Deshalb, wir fordern in dem Buch ja gar keine Strafe. Wir fordern das ein oder andere Verbot, das stimmt. Ein Verbot von Inlandsflügen beispielsweise zugunsten einer Mobilitätswende hin zu Schienenverkehr, der aus unserer Sicht ein Kommen sein sollte. Also Mobilität als Kommen, als Grundbedürfnis des jedem Mensch erstmal kostenlos erfüllt wird, das glaube ich, dann lösen wir praktisch das aus, dass dann Veränderungen, vor allen Dingen ökologische Veränderungen, zulasten praktisch einer Klasse geht, die sowieso schon immer unter der Unterdrückung und unter der Profitgier anderer leiden muss. Also ich glaube, das sind so, trotz des Verbots kann die Perspektive ja ein positives sein. Das Wort müssen kommt in der Tat recht häufig vor im Buch. Es liegt unter anderem an der Zielgruppe. Wir richten, also Leute, die Bücher lesen, sind in der Regel so 50 aufwärts und relativ gebildet und sehr abwägungsbereit. Also es war völlig klar von Anfang an, die Leute, die dieses Buch lesen, sind so Leute, die denken, ja, da gucken wir doch jetzt mal, was die jungen Menschen zu sagen haben. Und für uns war wichtig, Bedingungslosigkeit im Ton zu haben. Dass Menschen verstehen, das ist keine Frage, ob wir wollen. Also verbieten will niemand irgendwas. Die Frage ist, müssen wir auf bestimmte Dinge verzichten, um morgen noch eine lebenswerte Zukunft zu haben? Und ist es vielleicht sogar gut, auf Dinge zu verzichten, weil sie sowieso nicht besonders irgendwie erhaltenswert sind? Und ja, da ist das Wort müssen irgendwie so das Ding, was Bedingungslosigkeit ausstrahlt. Aber zurück zu diesem Strafenthema. Ich glaube schon, dass wir bei großen Konzernen massive Strafen dafür haben müssen, dass sie, wenn sie Menschenrechte verletzen und so. Und zwar Strafen, die bedeuten, dass dieser Konzern nicht weiter existieren kann. So, die haben wir bislang nicht. Und ich glaube, das würde schon helfen. Das hilft aber nicht, wenn wir davon reden, dass wir eine Wirtschaftsweise ändern müssen. Also, aber wo geht diese Strafen hin? Wer bekommt das Geld? Ja, das ist im internationalen Raum genau die Frage. Deshalb gibt es diesen Aspekt, so globale Demokratie. Wer bestimmt eigentlich über wen? Aber ich möchte einmal noch praktisch auf diesen Punkt zu Ende eingehen. So dieses, das kann im Einzelnen helfen und verhindern, dass dieses eine Unternehmen weiter, ich weiß nicht, irgendwie seltene Erden irgendwo abbauen lässt unter Sklavenarbeit.
Das glaube ich schon, aber es ändert natürlich nicht unsere Wirtschaftsweise. Also den Kapitalismus werden wir nicht durch Verbot von Kapitalismus abschaffen, so. Sondern da geht es dann ganz viel ja wieder darum, wie schaffen wir denn eine kooperative Wirtschaftsweise? Wie schaffen wir denn eine Wirtschaftsweise, die das Gemeinwohl im Blick hat? Und das geht dann nicht aus einer negativen Erzählung von, wenn du das nicht machst, wirst du bestraft, sondern dafür müssen wir die Perspektive aufmachen, was ist denn eigentlich der Gewinn davon und wem nützt es eigentlich? Und ich glaube, insofern ist es ein zweigleisiges Schwert. Wenn wir schnell handeln wollen, glaube ich, braucht es durchaus Verbote. Nachhaltiger Wandel lebt aber nicht von den Verboten, sondern ich glaube, die Verbote sind ein Anlass, bestimmte Verhaltensweisen schneller zu entlernen, als es sonst gesellschaftlich passieren würde. Das ist eine Ansichtssache, die mit der Schnelligkeit. Weil diese Verbote durchzusetzen, scheint mir, it's not gonna happen, meine Generation. Scheint mir sehr, sehr schwierig zu setzen und ich sehe das nicht kommen, dass man es schafft, ich sehe es einfach nicht kommen, dass man es schafft, dass die Politik gezwungen wird, Strafen zu geben an den großen Unternehmen, die deren Wahlkampagne bezahlt. Das heißt, it's not gonna happen. Deswegen dauert es ewig. Diese Veränderung durch Verbote und Strafen würde hunderte Jahre dauern, wir sind längst unter Wasser oder anders tot. Aber nämlich genau die Veränderung durch ethischen Wandel, nachhaltigen Wandel. Ich sage immer wieder, ethisches Denken kannst du nicht durch die Speicher erzwingen. Ethisches Wandel ist eine innere Entscheidung. Und wenn es nicht von innen kommt, kannst du knicken. Weil wenn es nicht von innen kommt, wird es immer jemand sein. Und die sind ultra schlau. Die Ultrareichen sind sehr schlau. Sonst würden sie auch nicht da stehen. Und die denken, aha, wir hätten jetzt dieses Ding ist nicht mehr erlaubt, aber die Kundschaft, der Konsument will das weiter haben, also da ist noch Profit zu machen, also überlegen wir uns, wie wir das doch machen können und nicht bestraft werden. Und die werden das immer schaffen, weil das sind Experten und die sind nicht allein und die haben verdammt viel großes Netzwerk, große Macht, große Möglichkeiten, eine Lösung zu finden, deine Sachen zu entkommen, die Jahrzehnten brauchen würde, um zu installiert zu werden. Deswegen, wenn man an Schnelligkeit denkt, ist dieser Weg einfach eine Sackgasse. Das wird nicht funktionieren. Was aber funktionieren kann, ist der Konsumenten dazu zu bringen. Und das wirkt man schon jetzt, dass immer mehr Leute, deswegen schätze ich eure Arbeit, nicht, dass ich eine Sekunde dran glaube, dass er was verändert in der Politik, aber es könnte was verändern an dem Mensch, an der Konsumenten, durch Erklärungsarbeit. Und das ist, was ich sehr groß schätze. Weil ab dem Moment, wo du der Konsumenten verändert und sagst, ich kaufe jetzt nicht mehr den neuen iPhone, sondern ich will halt einen alten Knochen, ich will auch nicht kontrolliert werden, ich habe kein GPS, ist auch super. Dann irgendwann braucht man nicht mehr Koltern abbauen, weil das wird nicht so stark gebraucht. Oder junge Leute, für mich mein Appell an junge Leute ist, wird Wissenschaftler, sucht nach neuen Wegen, um Energie anzuzapfen, die nicht so katastrophal für die Umwelt ist und. Also es gibt viele Dinge, die möglich sind. Und da sehe ich eine Hoffnung. Und da komme ich jetzt da, wo ich dann zu dir wiederkomme. Diese Veränderungen geschieht natürlich durch Aufklärungsarbeit, was ihr macht, bravo dafür. Und die würde auch geschehen durch Bildung. Und Bildung, eine Generation, die aktiv sein kann, dauert 14 Jahre. Mhm. Und das ist viel, viel, viel schneller, als irgendeine Verbote zu installieren. Und dafür, der Kapitel Bildung ist zwei miserable Seiten, wo nur gesprochen wird von Integration von Behinderten. Ja gut, das finde ich auch natürlich ein Punkt. Aber wo steht eine Schule, wo auf Kooperation steht, wo steht eine Schule, wo keine Noten mehr gibt, wo steht eine Schule, wo man gerne lernt, wo man lernt Gemeinschaft bilden, wo man Meditation lernt, wo man die ganzen Fähigkeiten von Rechnen müsste. Alles ist nur in einem ganz, ganz mini Kapitel, wo es eigentlich 30 Seiten sein müsste, weil das ist die Chance, etwas zu verändern, schnell genug, dass wir das schaffen, dass uns die Welt noch, dass das Privileg, den wir haben, auf dieser Erde zu leben, erhalten bleibt. Ja, aus meiner Sicht gibt es da kein Entweder-Oder bei den Ansätzen, weil wenn wir rausgehen und an die Politik appellieren und wenn wir versuchen, Politik zu verändern, dann sehen das auch Menschen, die dadurch, die unsere Argumente mitbenutzen, die vielleicht uns sogar inspirierend finden und dadurch sich wiederum verändern. Und ich glaube, wenn wir von individueller Veränderung sprechen, dann ist es nicht nur Konsumveränderung, sondern es ist auch die Veränderung, sich als politisches Subjekt erstmal zu begreifen und aktiv zu werden. Und zwar nicht nur im Sinne von, ich kaufe das nicht mehr oder das oder ich ändere jetzt mein Lebensstil so, sondern
ich bin auch eine Person, die mit auf die Straße geht. Also das finde ich ist eigentlich für mich die Veränderung, die für mich dann wahnsinnig viel zählt, wo ich dann denke, okay, das bringt was und da sehe ich auch, dass unsere Arbeit fruchtet. Dieses Thema Bildung ist natürlich bei dieser individuellen Erzählung, es ist, wenn wir von einer anderen Wirtschaftsweise sprechen, dann sprechen wir darüber, welche Erzählung von Miteinander wir schaffen müssen, damit es möglich ist. Und diese Erzählung von Miteinander gilt sowohl für die Wirtschaft, als auch für die Demokratie, als auch für ein gesamtgesellschaftliches Zusammenleben, also soziale Gerechtigkeit, als aber auch dann für ein Bildungssystem. Also ein Bildungssystem an sich braucht man aus meiner Sicht nicht isoliert besprechen, sondern es ist ja der Gedanke davon, wie eine Gesellschaft funktioniert und auf was wir in der Gesellschaft Wert legen. Und da fordern wir im Buch genau das. Also es geht unter anderem darum, dass wir Inklusion leben, weil wir sonst ein Gesellschaftsbild vermitteln, wo wir von vornherein sagen, bestimmte Menschengruppen passen leider nicht ins System, um die kümmern wir uns woanders. Das finde ich skandalös und deshalb ist es für mich auch ein super wichtiges Symptom, was wir adressieren müssen. Aber es geht eben auch darin, also genau die Forderung kommt ja praktisch vor, dass wir unser Menschenbild anders definieren, dann eine Schule haben, die vielleicht keine Lernfächer mehr so explizit hat, wo es nicht explizit mehr Noten gibt, eine Gemeinschaftsschule. Wir fordern aktiv ja zum Beispiel, das hat für wahnsinnig viel Aufschrei dann gesorgt, das Gymnasium abzuschaffen zugunsten einer Gemeinschaftsschule, weil dieses Gymnasium praktisch aus unserer Sicht die gesellschaftlichen Klassen mehr manifestiert als alles andere, ja. Auch allein vom Habitus und von dem Druck, das es erzeugt vom Anfang an im Bildungssystem, dann fordern wir das politische Bildung und zwar nicht in Form von, dass man über Politik lernt, sondern dass man partizipative Bildung schafft, von Kindergarten an es etabliert werden muss. Also dass Menschen mitentscheiden dürfen, weil sie ihre Bedürfnisse ja eigentlich als erstes überhaupt kennen. Und all diese Dinge, genau das Komfortbildung ist tatsächlich ein recht kurzes Kapitel, genau wie Demokratie ein recht kurzes Kapitel ist. Das hängt damit zusammen, dass wir es ableiten aus dieser großen Erzählung, weil wir sagen, okay, das Wirtschaftssystem ist im Kern die Wurzel des Übels, insofern, dass es nicht nur eine Wirtschaftserzählung schafft, nicht nur, dass es eine Wirtschaftsweise bestimmt, sondern dass es ein Menschenbild definiert, was sich an der Wirtschaft, an Effizienz, an Produktivität, an Profit, an Ausbeutung definiert. So. Und wenn wir das ändern und das hin zu Miteinander schaffen, dann müssen wir unsere Art Demokratie zu denken ändern, weil dann müssen alle mitreden können und dann müssen wir auch überlegen, warum entscheiden eigentlich 700 Leute in einem Parlament das meiste, warum können wir das nicht, Stichwort Kooperative oder runter auf regionalere Gruppen und vielleicht sowas wie BürgerInnenräte oder so runterbrechen, dann ändert sich Bildung insofern, dass wir nicht einfach mehr in Raster sortieren können und dann sagen können, das ist gut, das ist schlecht, du verkaufst dich auf dem Arbeitsmarkt so oder so. Und dann ändert sich aber auch das Thema Gerechtigkeit, weil wir vielleicht sagen, okay, als Gemeinschaft können wir Grundbedürfnisse komplett erfüllen. Und es muss vielleicht gar nicht immer nur an Lohn und Arbeit gekoppelt sein, sondern das darf vielleicht auch einfach so stattfinden. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass wir das nicht in jedem Kapitel neu wiederholen, sondern dass wir klar machen, es ist eine Gesamterzählung, aus der sich ganz viel Veränderung ableitet. Ja, da muss ich schon sagen, dass als Leser das Müssen, Strafe, Verpflichtungen, Druck von oben also, und so weiter, also Druck von unten zu der großen Politik, extrem übergewichtig ist und natürlich, wenn man intelligente Kinder hat, weil man eine freie Schule gegründet hat, dann funktionieren sie auch nicht mehr mit Strafe und Belohnung, weil sie denken, Strafe und Belohnung, da bin ich doch nicht erzogen. Also das heißt, dann erübrigt sich sogar der Zwang, Strafe und Belohnung zu benutzen, weil solche Kinder kennen das eh nicht von der Erziehung, deswegen würden sie das später auch nicht verstehen. Das heißt, das würde dann, wenn die Bildung mehr Gewicht nimmt, dann brauchst du diese ganze Strafebildung gar nicht haben. Und das geht unglaublich schnell. In einer Generation ist das Thema vom Tisch. Was mir auch fehlt, ist, es ist immer die große Politik, aber erstmal, es gibt nicht nur die große Politik, es gibt Bürgerinitiative, es gibt der Bürgermeister um die Ecke in einem Dorf, mit dem kann man reden, können wir mal der Kreisverkehrs Apfelbäume anpflanzen, dürfen wir mal da irgendwas tun, können wir mal, also das funktioniert tatsächlich, da kenne ich sehr, sehr viele Beispiele, wo es geht und da hast du Chance, was zu bewegen, die wirklich schnell geschehen, ganz schnell, weil die große Politik verändern ist so ein Jahrhundertsunternehmen, wird nicht so schnell passieren. Das heißt, mir fehlt sehr, sehr stark dieser individuelle Aspekt, zum Beispiel Schulen. Du kannst auch deine freie Schule gründen, das ist möglich. Mir fehlen definitiv in dem Buch der Appell an
was kann ich als Einzelne tun? Weil wenn ich das lese, fühle ich mich total erschlagen und denke, ja gut, dann kann ich auf die Straße gehen, da kann ich eh nicht mit Corona, dann kann ich irgendwelche Unterschreibungen sammeln, aber da bin ich echt schlecht, aber ich kann nichts tun. Das stimmt nicht. Man kann wahnsinnig viel tun. Du kannst in dein Haus sagen, komm, lass uns deine Waschmaschine im Keller stellen, super Hardcore Industrieteil für 2000 Euro, aber das ist die einzige vom Haus oder zwei. Also es ist ein dummes Beispiel, aber mir fehlt sehr, sehr stark das Thema, was kann der Einzelne tun? Weil das geht schnell und sofort. Da muss ich nicht warten, dass irgendein Politiker ersetzt wird oder ein Gesetz verabschiedet. Ich kann es sofort machen. Was kann ich sofort machen? Weil es eilt. Und da habt ihr wirklich recht. Es gibt keine Zeit mehr abzuwarten. Sofort ordnen. Was kann ich sofort machen? Aha. Und mir ist auch das Bund nicht radikal genug. Konsum vom Tier reduzieren? Nein! Schlachthäuser einfach, wenn wir schon verbieten dürfen, dann verbieten wir Schlachthäuser. Muss gucken, wenn du klarkommst mit deinem Lamm, der mit dir guckt und spielen mit dir. Aber und die Forderung kommt auch genauso vor. Also nein, das steht wirklich drin, der Tierkonsum reduzieren. Komplett abschaffen. Wenn wir schon verbieten dürfen in diesem Buch, dann sei radikal. Dann verbietet das einfach. Wir brauchen es nicht im Westen, im globalen Norden. Brauchen wir nicht mehr. Der Mensch kann genauso leben ohne. Also warum wollen wir es haben? Ja, also gehe ich mit. Können wir so machen. Das ist für mich kein Problem. Dann sei radikal. Ja, also der individuelle Ansatz, ich meine, der wird ja dazu, ganz ehrlich, dazu gibt es halt auch schon 15.000 Bücher. Ne? Da wäre jetzt unser Buch nicht notwendig, noch mal zu erklären, was kann man persönlich tun. Ich habe das Gefühl, da ist keine Bildungslücke mehr. Gerade beim Klima, gerade bei der Umwelt weiß man, was man tun kann. Es ist nur die Frage, ist man bereit, den unbequemen Weg zu gehen? Also aus meiner Sicht braucht es dafür die meisten kein Buch mehr. Und tatsächlich, ja, braucht es immer wieder den Aufruf dazu. Nur wie gesagt, für mich muss mit diesem konsumistischen Ansatz von individueller Veränderung auch immer der politische Ansatz direkt kommen. Ne? Und dieser Begriff von das Ganze ist eine politische Angelegenheit. Und das, was für mich fehlte als ein Buch, und wo wir dann praktisch auch im Zuge der Veröffentlichung wahnsinnig viel gehört bekommen, zurückbekommen haben im Sinne von danke, dieses Buch habe ich noch gebraucht, ist dieses okay, aber für welche Mission, für welche Vision tue ich denn das? Für welchen Plan leiste ich meinen Beitrag? Weil meine persönliche Erfahrung, das wäre praktisch mein Konter, ist, ja, ich mache all diese Dinge, wo immer erzählt wird, das können Sie selbst tun. So, ich habe irgendwie meinen eigenen Garten, wo mein Essen herkommt. Ich fliege nicht vor mich hin, so. Ich kaufe nur Secondhand-Klamotten, so. Ich versuche auf tierische Produkte zu verzichten. All diese Dinge. Und trotzdem ist die Klimakrise da. Und trotzdem haben wir nur noch 2 Jahre, um sie zu bekämpfen. Und es liegt nicht. Und selbst wenn ich das tue in Deutschland, habe ich immer noch 5 Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr, weil die Infrastruktur so wahnsinnig umweltschädlich ist, die wir hier aufgebaut haben. Und das ist für mich was, wo ich dann ganz schnell da sitze und denke, wow, ich kann überhaupt nichts bewirken, weil ich mache und tue hier und ich schränke mich hier total ein und mir macht das vielleicht auch sogar Spaß. Also es muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein, aber es verändert halt gerade nichts. Ne? Und für mich kommt dann das Politische da rein, wo ich auf die Straße gehe, wo ich vielleicht Bildungsarbeit leiste, wo ich aber auch tatsächlich noch nicht aufgegeben habe, an die Politik auch zu appellieren und da zu versuchen, so Druck aufzubauen, dass sie merken, okay, jetzt droht Machtverlust, jetzt müssen wir da mal vielleicht ein bisschen nachgeben. So, und all diese Ansätze aber gleichzeitig, das ist, glaube ich, der Weg zur Veränderung. Das kann man dann so oder so gewichten. Für mich fehlte weniger in meinem Leben die Erzählung von, was kann ich individuell tun, sondern okay, und worin lässt sich dieser individuelle Beitrag einpflanzen? In welche tatsächliche Veränderung dann? Und da ist ein Weg, ein Plan, das, was wir da beschrieben haben, aber, und das schreiben wir auch ganz wortwörtlich ins Buch, es kann hunderte Pläne geben und wünschenswert wäre ein Zustand, in dem alle Initiativen und alle Menschen, die irgendwie sagen, okay, das passt mir jetzt nicht, einen Alternativplan vorlegen und sagen, mein Ansatz dafür wäre folgender. Und indem wir dann darüber sprechen, okay, was wählen wir jetzt? Und da hänge ich dann überhaupt nicht daran, dass unser Plan 1:1 umgesetzt wird. Nur, glaube ich, braucht es tatsächlich mal, dass wir sagen, okay, wenn wir die Klimakrise angehen wollen, was für Dinge müssen passieren? Und dass wir aus der Kohle aussteigen müssen, das muss passieren. Und da bin ich nicht überzeugt davon, dass das passiert, weil ich keinen Kohlestrom mehr konsumiere, sondern das wird ja gerade künstlich am Laufen gehalten. Und diese Probleme sind halt systemisch.
Und dann ist die Frage, wie kommen wir an die Stellschrauben im System ran? Das ist, glaube ich, dann wieder politische Mobilisierung, politische Bewegung und so. Sehr ausführliche Antwort, aber das ist so, mich beschäftigt es wahnsinnig, was ist jetzt der Ansatz, der Veränderung schafft? Und ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Und die Leerstelle, die wir füllen wollten, war praktisch an dem Ende. Aber das heißt überhaupt nicht, dass wir sagen oder dass ich sage in diesem Fall, individuelle Veränderung ist super unwichtig und schafft gar nichts. Ich glaube nur nicht, dass sie alleine alles schaffen kann. Weil ja auch seit 30 Jahren Menschen aktiv sind und sagen, wir müssen auf tierische Produkte verzichten, wir müssen umweltfreundlicher leben. So. Und der gesellschaftliche Wandel braucht seltsam lange. Okay. Erstmal möchte ich dich mal ein bisschen ermutigen, weil du sagst, ja, ich mache schon alles und so weiter, mache ich allerdings auch und ich kenne auch viele Leute, die das machen. Und ich höre auch sehr oft genau das, dass Leute sagen, ja, ich mache alles, aber es verändert sich nicht. Es stimmt nicht. Es verändert sich eine Menge. Es gibt jetzt schon um meine Ecke direkt, ist nicht mehr eine Eckkneipe, sondern ein veganes Restaurant. Dann die Ecke weiter ist ein gepäcksfreier Laden. Das war alles nicht. Ich bin ja schon länger auf der Planet. Ich sehe schon, was sich verändert hat. Und wo ich die Veränderung sehe, ist meine Beschreibung folgendes. Eine Exponentialkurve. Am Anfang, man sieht die nicht. Man sieht gar nicht. Und irgendwann fängt die und irgendwann ist sie nicht mehr aufzuhalten. Und diese Veränderung, der individuelle Verständnis für eine Veränderung und noch diese Information, dass Veganismus, diese Aufklärung ist aber extrem wichtig, dass man merkt, es ist wirklich höchstens Eisenbahn, was zu tun. Das zusammen kreiert diese exponentiell, dass es von Politik von oben schneller geht. Ich bin der Meinung, dass es definitiv schneller geht durch individuelle, also durch die individuelle Arbeit. Und lass uns mal sagen, es braucht beides. Okay? Ich bin der Mensch, der mit der Politik überhaupt nichts zu tun haben will, weil das frustriert mich und ich will mit diesen Leuten eigentlich nichts zu tun haben. Ich will nicht mal die Namen von den Politikern kennen, weil ich will nicht deren Energie, meine Energie geben an diese Leute, indem ich die zitiere. Du kennst das mit Mantren, ein Wort oder ein Objekt kann man Kraft geben, indem man es zitiert. Ich zitiere die deswegen nicht, die kriegen meine Energie gar nicht. Das Einzige, was ich dann würde sogar hoffen und würde sogar dafür auf der Straße gehen, dass es von oben stattfindet, ist bedingungsloses Grundeinkommen. Warum ist es nicht erwähnt in diesem Buch? Wir fordern statt dem bedingungslosen Grundeinkommen eine Grundsicherung. Ich halte diese Konzeptionalisierung, wie das gerade ist, vom bedingungslosen Grundeinkommen nicht für die wahnsinnig sinnvolle. Ich glaube, was wir vor allen Dingen brauchen, ist, dass Menschen, die weniger haben, besser gesichert sind. Und dass Menschen, die wahnsinnig viel haben, die brauchen nicht noch ein Grundeinkommen. Deshalb finde ich dieses Konzept von Bedingungslosigkeit, weiß ich nicht. So, wir fordern eine Grundsicherung, weil wir explizit wollen, dass es den sozial Schwächergestellten zugutekommt und nicht einfach irgendwie mit der Gießkanne so was ist, was verteilt wird. Okay. Und das kommt dann im Detail auf die Ausgestaltung an. Also ne, bis zu welcher Einkommensgrenze kriegt man eine Grundsicherung und wie hoch ist die? Und vor allen Dingen finde ich aber ganz gefährlich bei dieser Grundeinkommensdiskussion, das ist mir wichtig, dass manchmal stattdessen, deshalb sind ganz viele Liberale ja dafür, Sozialleistungen gekürzt werden sollen oder Krankenversicherungsbeiträge oder so. Oder gerade Menschen mit Behinderungen, die dementsprechend höhere Gesundheitskosten aufkommen haben, dass die dann plötzlich doch blöder dastehen, weil die ganzen Zusatzleistungen nicht mehr gegeben werden. Und ich glaube da, also das Prinzip vom Grundeinkommen, da gehe ich total mit. Und die Grundsicherung hat ja genau das gleiche Prinzip. Also Grundbedürfnisse erfüllen, Punkt. Und allen Menschen Raum geben, diese Grundbedürfnisse finanziell erfüllen zu können. Das Prinzip, da gehe ich total mit. In der detaillierten Ausformulierung, glaube ich, kann man dann streiten, wem das wie genau zugutekommen muss. Aber deshalb genau fordern wir nicht explizit dieses bedingungslose Grundeinkommen, sondern die Grundsicherung, was aber im Prinzip ja, in der Zielrichtung das fast Gleiche bedeutet. Mit einem sehr großen Unterschied ist, dass mit der bedingungslosen Grundeinkommen entfällt die Kontrolle. Mhm. Und diese Kontrolle vorlegen müssen, ist etwas, was ich als sehr entwürdigend empfinde, mhm. auch wenn man nichts vorzulegen hat. Trotzdem finde ich das entwürdigend. Und ich gehe davon aus, dass es wirklich besser ist, wenn es bedingungslos ist und betrifft wirklich sogar der Superreiche, der noch 1000 drauf und der gibt die dann weiter. Weil die,
weil es ist ihm egal. Mhm. Also das ist Kaffeekasse. Spielt keine Rolle. Das Argument verstehe ich, ja. Ja, also mir geht es mehr um die, um das sich, weil im Moment auch durch diese Corona-Krise noch verkräftigt, ist sehr stark diese Kontroll, Maßnahmen, die werden kontrolliert, da kommen neue Strafen, kommt irgendwie so ein Ab, die sagt, wo du bist und so weiter, so dieses Ding. Ihr spricht auch über den Chip und lustigerweise steht nur, wie kann man seine Daten schützen, anstatt zu sagen, das wollen wir überhaupt nicht haben, dass irgendwas in unserem Körper da steht. Ihr spricht von China, aber das wollen wir auch nicht haben. Wir wollen, dass die Freiheit behalten. Das sind so die Dinge, wo ich mehr gemerkt habe bei mir, es ist ein bisschen Ökodiktatur vom Ansatz und mir fehlt sehr stark die Freiheit und Vertrauen. Und dann, wenn das Geld das Problem ist, hast du dich darüber Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn wir uns vom Geld trennen würden? Ich meine nicht Geld abschaffen, sondern so leben, dass man das Geld irgendwann nicht mehr braucht. Und dann kommen die zu uns und sagen, willst du nicht deine Arbeit und deine Energie und deine Zeit für Geld haben? Und dann sagt sie, ich brauche dein Geld nicht. Ja, diese Ansätze kenne ich ja, auch diese Diskussion kenne ich. Insofern habe ich mich damit auseinandergesetzt. Sie sind deshalb nicht im Buch, weil ich glaube, dass es eine Diskussion ist, die sehr weit weg noch ist von dem, was wahnsinnig viele Menschen sich vorstellen können. Und insofern, dieses Buch hatte zum Anlass, die nächsten Jahre mal aufzumachen, so als Denkrichtung. Und ich sehe für mich nicht die Perspektive, dass wir in den nächsten Jahren zu einer großen Debatte darüber kommen, aber da kann man auch uneinig sein, wie es denn abseits vom Geld irgendwie ein Leben gibt. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein weiter Weg ist und dass es spannend ist, also wenn wir über eine Wirtschaftsweise und über Profit reden, dann müssen wir auch über dieses Prinzip Geld und wer macht Geld und woher kommt Geld und warum ist es überhaupt ein Gegenwert, sprechen auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass wir uns bei Schritt 1, 2 und 3 befinden und dass das irgendwie Schritt 50 und 51 ist, weil das so wahnsinnig komplex ist und ja wahnsinnig tief geht schon. Und insofern, ja, habe ich mich mit auseinandergesetzt, aber sehe die Diskussion noch gerade nicht so richtig auf. Obwohl es schon gelebt wird. Also es gibt schon Gemeinschaften, ja, die ohne Geld leben und die machen auch Modellrolle und ja. Die können sogar sozusagen die politische Arbeit überholen. Und sogar, ich gebe denen mehr Chance in der Zeit, ja, als Veränderung von oben, die ich wirklich nicht sehr viel kommen sehe, weil es dauert wirklich, für jeden Pups dauert es wirklich Jahrzehnte. Was hat das Schreiben des Buches in deinem persönlichen Leben verändert? Es hat, für mich war es eine totale Erfahrung von Glauben, dass Dinge nicht möglich sind und dann sind sie es einfach doch. Also wir haben gesagt, wir schreiben jetzt dieses Buch und eigentlich war das eine Art Witz, weil ich niemals gedacht hätte, dass dieses Buch zustande kommt und dass irgendjemand hören will, was wir zu sagen haben und zu erfahren, dass dem aber so ist. Und dass wir dann tatsächlich auch diese Arbeit mit 8 Leuten durchgezogen haben, Aushandlungsprozesse zu führen, zu kuratieren, was muss rein, was lassen wir draußen, obwohl es uns vielleicht wichtig ist. Und diesen Aushandlungsprozess zu schaffen, den wir auch gesellschaftlich fordern, im ganz Kleinen, das war total ermutigend für mich. Und dann hat es auch einfach, also war es wahnsinnig lehrreich, weil wir im Prinzip monatelang nur abgetaucht sind in Literatur und Quellen und so und da auf die Suche gegangen sind. Und am Ende wurde uns dann attestiert, praktisch wir hätten alle möglichen Ideen einer globalisierungskritischen Welt so zusammengetragen und mal geordnet. Und das habe ich als wahnsinnig riesiges Kompliment empfunden, weil es für mich eigentlich genau dieser Lernprozess war. Also für ganz, ganz viel einfach mehr Argumente zu haben, mehr Zahlen zu sehen, mehr zu verstehen. Also so diese 3 Dinge würde ich so als Kern-Lernelemente beschreiben. Kannst du dich vorstellen, jetzt mit deinen 8 Leuten eine Gemeinschaft zu gründen? Ja, wir sind alle wahnsinnig weit auseinander. Aber also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mit Leuten gemeinschaftlich in irgendeiner Form zu leben. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze davon. Die, mit denen wir da diesen Prozess gemacht haben, ich glaube, wir haben auf jeden Fall einiges auf den Tisch gebracht, was man dazu diskutieren müsste. Ja. Okay. Vielen Dank. Gerne. Ich finde es sehr gut.
Vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für die Informationen. Fand ich sehr, sehr gut recherchiert. Ja, danke.